Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad auf der Straße des 17. Junis. Der Grund ist ganz einfach. Wie ihr seht, geht hier nichts mehr. Alles steht voller Trecker. Einen genauen Eindruck liefere ich euch jetzt. Und hier bin ich jetzt bei den Treckerfahrern im Landkreis Vechta, die nun wirklich zahlenmäßig sehr, sehr stark vertreten sind. Ich werde jetzt mit einigen von ihnen sprechen. Julius Ellmann aus Lüsche erzählt uns, was ihn nach Berlin getrieben hat. Wir sind gestern um 8 Uhr losgefahren und mich treibt an, dass die Politik einfach das macht, was sie gerade will. Und das müssen wir ein bisschen unterbinden. Oder wir wollen zumindest mitreden. Gerhard Funke aus Visbeck, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich unterstütze die Bauern, weil wir ja auch sehr viel mit der Landwirtschaft zu tun haben und deswegen bin ich auch mitgefahren. Bernd Haferbeck aus Haferbeck, was bringt dich nach Berlin? Ich bin hier, weil wir jetzt mittlerweile auch in den Medien gehört haben, dass wir zusammenhalten und dass wir als eine Gruppe gesehen werden, nicht als Einzelperson. Deswegen bin ich hier. Und dann haben wir noch Andreas Tabeling aus Rechterfeld. Was treibt dich nach Berlin? Ich bin hier, um die Bauern zu unterstützen. Ich arbeite beim Landvolkverband in Vechta, also was in Deutschland der Bauernverband ist. In Niedersachsen heißt es ja Landvolkverband. Bin von den Jungs mit angesprochen worden, ob ich die mit unterstützen wollte, was ich gerne mache. Und ich hoffe, dass wir hier was erreichen können.